Wunderbarster. Die habe ich gefunden, wie ich aufgeräumt habe. Und eigentlich ein Vitrinenmodell, ihr wisst Bescheid. Türen seitlich kann man wunderbar zu den Sitzen. Was will man noch mehr? Im Kuhstall. Und ihr seht, Wahnsinn. Ein Lego. Und der Rücken fliegt auch mal 2 cm. Voll geil, oder? Von und zu überall. Hallo Ali, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, euer alter Knack aus dem rostigen Städtchen der Lenkbach im Wienerwald. Ich sitze an meinem selbst persönlich gekauften YouTube-Videotisch im Saal Klassik des Eitler Kinderkram, das bereits sonntags als Museum mit Flipperautomaten und Lego-Sets geöffnet hat. Und ich habe euch was mitgebracht. Oh, Moment. Ups. Das, meine lieben Freunde der Blasmusik, ich hoffe, sie flaschiert, ist eine Mostflaschen aus dem Köller. Jo, die habe ich gefunden, wie ich aufgeräumt habe und das erste Mal in meinem Leben unten war im Köller, nachdem ich die Hitten gekriegt habe. Und da drinnen sind jetzt die ganzen verbogenen Lego-Trimmer, die ich so habe, und die gebrochenen. Das sind konkret die Zellulose, Zellulitis, keine Ahnung, wie die heißen. Die Vor-ABS-Kunststoff-Lego-Elemente, die verzogen sind und die gebrochenen aus den 2000ern und sonst was drinnen. Kann man sich im Kindergarten anschauen, sind gerade so ein bisschen über 4000 Stück. Aber eh, und schwer ist es. So. Ah, schön, dass ihr dabei seid. Ihr wisst, ich zeige euch ja alle Lego-Züge chronologisch, alle Lego-Technics chronologisch nach Jahren. Und wir sind ja gerade im Jahr 1991 und da schummelt sich wer dazwischen. Und zwar aus der Model Team Serie ein wunderbarer Rallye-Wagen. Der hier. Das, meine lieben Freunde der Blasmusik, ist die Lego 5550-1. Ein Rallye-Wagen. Englischer Name Custom Rally Van. Besteht aus 511 Lego-Elementen. Die Kinderkram-Inventarnummer ist die LA-91501, war im deutschen Lego-Katalog 1991, 1992, 1993. Ein wunderbares Set aus der Model Team Serie. Ja, auch die haben wir alle komplett dabei. Ihr wisst, wenn ihr am Ende des Videos nach links klickt, kommt ihr zum vorhergehenden Video. Und wenn ihr das oft genug macht, seht ihr eine ganze Menge wunderbarer, wunderbarster Model Team Sets. So, ich sehe, hier ist da der extra Teil so draufgebaut. Damit müsst ihr jetzt leben. Tja, dann messen wir ihn mal ab, den Kollegen. Ja, nicht, dass ich den jetzt richtig lange gesucht habe, weil der woanders steht als die Däne. Naja, ich habe ihn gefunden, das ist das Wichtige. Die Gesamtlänge ist 23,3 cm. Die Höhe an der Antenne ist 14,5. Die eigentliche Fahrzeughöhe ist so ungefähr bei 13,3 und die Breite 11,2 cm. So, liebe Freunde der Blasmusik, da steht er. Ein Set aus der Model Team Serie, das heißt eigentlich ein Vitrinenmodell, ihr wisst Bescheid, hat dennoch die Technikfunktion einer Lenkung. Mit einem, sagt's bloß, das Rad ist falsch drauf. Ach, jetzt können wir das gleich nur einmal machen. Warum sagt's nichts, dass das Rad verkehrt drauf ist? Also wirklich, na, das ist jetzt peinlich. Sollen wir noch einmal drehen oder denkt ihr euch das einfach? Ihr denkt es euch, okay. Denkt euch einfach, dass das Rad richtig drauf war. So, dann kann man auch einschlagen. Ihr seht's, die Kurvengängigkeit lässt etwas zu wünschen übrig. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe den vor langer, langer Zeit gebaut. Ich kann mir nur mal so dunkel erinnern. Schauen wir uns einmal gemeinsam an. Erstens, ich schaue da ein bisschen nach Bergabfahren auf. Das ist so. Schauen wir, ob das eh Absicht ist. Ja, das ist Absicht so, dass das so gebaut ist, dass der ein bisschen bergab fährt. Warum auch immer. Vielleicht ist er da schneller. Kenn mich nicht aus. Er hat am Dach so Relings aus den Schwertern in Weiß gehalten. Finde ich witzig. Normalerweise verwenden sie immer die Skistöcke.
Da haben sie die Schwerter aus der Ritterserie verwendet. Wir haben eine Menge Türen. Zum Beispiel haben wir hinten zwei Türen mit Unmengen Aufklebern. Da kann man dann in den Kofferraum reinschauen, in dem nicht wirklich was Aufregendes drinnen ist. Wir haben das Reserverad als Lenkung, habe ich bereits gesagt, eine wunderbare Funkantenne haben wir. Seitlich haben wir zwar so Bimpfeln, das sind wohl die Einsteighilfen, und wir haben seitlich auch die Türen. Und durch diese Türen seitlich kann man wunderbar zu den Sitzen sehen. Es sind natürlich keine Minifiguren dabei, da die Model Team Serie in keinerlei Maßstab irgendwie passend zu was anderem bei Lego ist. Vorne haben wir einen Gartenzaun als Schutzschild sozusagen, einen Motorgrill, und können da überhaupt nicht hinein. Alles fix zugebaut. Tja, das ist wieder ein kurzes Video. Wir haben eine ganz geniale Auspuffkonstruktion. Schaut mal an, das sind hier in der Snob-Bautechnik, glaube ich, sagt man da offiziell, die 1x1er Round Bricks aneinander gebaut und mit zwei Lichtsteinen hier integriert und hinten noch ein Eck für den Auspuff. Und dann kann man hier noch seitlich die Tür aufklappen nach oben. Das geht an beiden Seiten. Dann kann man wieder den Finger durchstecken, wie ihr das kennt. Und hat eine riesige Rückbank, auf der man ganz schlimme Dinge machen kann. So könnte man das sagen. Da kann man Lego bauen. Ha! Lego bauen, zerlegen und den Kofferraum anfüllen. Das ist der große Plan. Ja, ein sehr aufwendig gestaltetes Set. Ich habe sehr lange gebraucht. Ich tue mir immer sehr schwer mit diesen Details, dass ich sehe, welches Element wohin gebaut wird. Das ist so eine persönliche Problematik meinerseits. Aber nach ein paar Tagen habe ich es dann doch geschafft. Wir haben auch ein paar Aufkleber von wegen Kennzeichen mit der Setnummer. Seitlich Unmengen Aufkleber. Ihr seht, dieses Set habe ich natürlich gebraucht gekauft, sonst hätte ich es nie finanzieren können. Model Team ist ja preislich etwas höher angesiedelt inzwischen. Und habe dann entsprechend vor der Reinigung die ganzen Aufkleber-Elemente sorgfältig aussortiert und händisch gereinigt und nicht in der Waschmaschine. Scheibenwischer sind ausgeführt aus Antennen. Wir haben oben so kleine Mini-Figuren, Utensilien, Utensilis, um hier die Hörner und das Nebelhorn und so weiter darzustellen. Ja, ein recht hübsches Ding. Sehr, ein bisschen haut es an die Augen ein, oder? Es ist schon sehr viel los bei diesem Set. Ja. Also ruhig schlafen kann man nicht, wenn man das am Nockkastel stehen hat. Unten ist es etwas, ja, wie soll ich sagen, löchrig, kann man sagen, oder? Ja, also diese Achskonstruktion hinten ist schon sehr luftig. Ja, da bleibt dann der Wüstensand drinnen kleben. Ein paar Technikbricks sind unten als tragende Elemente verbaut und sonst ist es eigentlich aus normalen Steinen zusammengesetzt. Mir fällt auf, dass die Zugvideos länger dauern. Ist das gut oder schlecht? Was meint ihr? Wir lassen das mal so im Raum stehen. Schreibt doch mal drunter, was haltet ihr von den Model Teams? Sind die interessant für euch? Weil sie sind ja irgendwie sehr, also sind ja ähnlich beliebt wie der Metroliner. Was meint ihr? Habt ihr die? Habt ihr alle? Habt ihr ein paar? Welches ist euer Lieblings? Schreibt es mal drunter. Würde mich sehr interessieren. Ja, die Hausübung. Die Hausübung. Finde heraus, wie groß ein Klopapier ist. Und zwar ein Blatt Klopapier, nicht eine Rolle. Das ist ja mal eine geniale Frage. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann hier im Eitle Kindergarten oder hier auf diesem YouTube-Kanal. Ein Lego-Koffer! Der Hut fliegt auf 2 cm. Da bin ich, hallo! Ja! Voll geil, oder? Von und zu überhaupt!